Hallo und willkommen zu Cinema 4D und Photoshop. Es wird jetzt in der Folge um das sogenannte Multipass-Rendern aus Cinema 4D gehen. Eine Rendertechnik, die ohne Zusatzzeit zu verbrauchen Teilaspekte Ihres Bildes separat rendert, wie zum Beispiel das Schattenbild, die Flächen, die hinter transparenten Flächen liegen und Spiegelungsteile des Bildes. Ich werde Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Der Witz oder die Idee dabei ist, dass Sie Teile des Bildes gezielt in Photoshop nachbearbeiten können. Wenn Sie das separat rendern lassen, kommt es in Photoshop beim Exportieren auch als eine eigenständige Ebene an und Sie können diese Ebenen dann jeweils gezielt nachbearbeiten. Wir werden einfach anfangen und dann immer mehr ausloten, was bei dieser Art zu rendern alles geht. Jetzt zunächst einmal gehe ich in meine normale Cinema 4D-Oberfläche und öffne die Rendervoreinstellung. Wie Sie sehen, ist Anti-Aliasing auf keines gestellt. Kantenglättung brauchen Sie nicht in den Testrenderings in gar keinem. Außer Sie wollen mal eine Materialoberfläche besonders schön sehen, aber normalerweise kostet das nur unnötige Renderzeit. Deswegen ist es jetzt auch auf keines geschaltet. Aber jetzt zum Eigentlichen, bevor ich mich um das Multipass rendern kümmere, die Ausgabegröße. Ich werde gleich einen Bildmanager rendern, damit ich das Bild auch exportieren kann. Und die Ausgabegröße für den Bildmanager ist im Moment voreingestellt auf 320x240 Pixel, also zu wenig nach meinem Geschmack. Ich nehme eine klassische Bildschirmauflösung wie 1024x768 Pixel, VGA-Auflösung. So. Dann aktiviere ich Multipass und klicke auch auf den Begriff Multipass und dann sehen Sie, dass hier erstmal gar nicht viel steht. Separate Lichter keine, Schattenkorrektur ist abgeschaltet. Hier bitte machen Sie gar nichts. Zunächst einmal. Die eigentlichen Kanäle, um die es jetzt geht, finden Sie unter dem Button Multipass. Wenn Sie darauf klicken, dann wird eine lange, furchteinflößende Liste angezeigt, aus denen Sie Ihre Kanäle wunschgemäß aussuchen können. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie tun oder wenn Sie unter Stress arbeiten und nicht alles im Blick haben, können Sie sicherheitshalber Bildkanäle hinzufügen wählen, dann werden alle Bildkanäle gerendert, sowohl die, die etwas enthalten, als auch die, die keine Informationen enthalten. Die kommen dann auch in Photoshop an, aber als Ebenen, die keinerlei Wirkung ausüben auf das Bild. Es passiert also nichts Schlimmes, wenn Sie das tun und länger zu rendern brauchen Sie auch nicht. Wir machen das jetzt aber trotzdem anders. Wir wollen jetzt gezielt Kanäle aussuchen, damit Sie auch etwas lernen, und zwar zunächst einmal den Kanal RGBA-Bild. Der wird hier aufgelistet und ist auch deaktivierbar, nochmal im Nachhinein. RGBA-Bild bedeutet, alles, was im Moment zu rendern ist und was auch ohne Multipass alles gerendert würde, erscheint in diesem Kanal. Das wird dann in Photoshop zur Hintergrundebene, das heißt, diese Ebene enthält dann alle Bildinformationen in einer Ebene zusammengefasst. Eigentlich ist das Ganze unnötig, aber ich habe das immer gerne als Sicherheit, um zu kontrollieren, ob die Teilkanäle zusammen oder in Photoshop die Teilebenen in der Summe auch das zeigen, was eigentlich zu rendern war. Also auch eine Art Kontrollmöglichkeit. So, es geht weiter. Wieder einmal Multipass, dann der Reihe nach Diffus, Glanzlicht, Schatten, Spiegelung und Refraktion. Ich zeige jetzt ganz kurz noch, was das bedeutet. Diffus sind die farbigen oder die Texturflächen ohne jeden Effekt. Glanzlicht sind Glanzlichtbereiche, wie der Name schon sagt. Es gibt immer ein bisschen Glanzlicht in der Szene, auch wenn keins der Materialien einen Glanzlichtkanal enthält. Schatten sollte klar sein, Spiegelung natürlich die Teile des Bildes, die als Spiegelbild erscheinen. Und Refraktion, das ist alles das, was hinter transparenten Flächen liegt. Also zum Beispiel der gesamte Innenraum dieser neuen Nationalgalerie wird in diesem Kanal extra gerendert. Refraktion bedeutet Brechung. Sie bekommen alles das gerendert hinter transparenten Flächen, das heißt hinter Materialien liegend, die einen Transparenzkanal haben. Und die Feinheit liegt darin, dass in diesem Transparenzkanal eine minimale Brechung eingestellt sein muss, sonst bekommen Sie in diesem Kanal kein Ergebnis. So, ich habe jetzt die Multipass-Kanäle ausgewählt. Ich brauche beim Speichern nichts zu machen, das kann ich gleich aus dem Bildmanager erledigen. Ich schließe jetzt die Rendervoreinstellung und rufe den Befehl auf im Bildmanager rendern.
Shift-R für später. Und jetzt wird das Bild gerendert. Wenn Sie hier rechts in den Bereich auf Ebenen klicken, dann können Sie sich nach dem Aktivieren der Option einfacher Paths diese Teilkanäle einzeln angucken, schon während des Renderns. Das ist natürlich gut, denn nicht immer geht das Rendering so schnell wie jetzt. Und Sie können dann kontrollieren, ob Sie alles richtig gemacht haben. Hintergrund, hatte ich gesagt, ist die Summe. Diffus sind die Flächen ohne Effekt. Glanzlicht sind aufgehellte Bereiche. Schatten ist klar. Spiegelung sehen Sie auch ein bisschen. Und die Refraktion, alles das, was hinter den Glasscheiben liegt. So, was es zum Bildmanager noch zu sagen gibt, würde ich in einem anderen Tutorial erklären. Jetzt geht es wirklich nur um das Multipass. Irgendwann einmal ist er fertig mit dem Rendern. In dem Augenblick können Sie das Bild speichern. Datei speichern als. Jetzt ist wichtig Einzelbild, Photoshop. Die Option können Sie außer Acht lassen. 8-Bit-Kanal reicht völlig aus. Wichtig ist, dass Ebenen aktiviert ist. Ja, also achten Sie darauf, Ebenen muss aktiviert sein.